So, ich habe hier 100 Milliliter Milch drin und da kommt jetzt 200 Milliliter oder Gramm Sahne dazu. Aha. Und das bringe ich jetzt zum Kochen zusammen mit einer ausgeschabten Vanilleschote. Das ist ja doch ganz was anderes als so Vanillezucker oder sowas. Ja, so eine Originalschote ist einfach wunderbar. Da hat sich ja in den letzten Jahren wirklich auch viel getan. Und das gibt es in jedem Supermarkt überall. Das waren ja früher solche Delikatessen, nicht? Das ist ja heute alles auch sehr demokratisiert sozusagen. Wunderbar. Ich tue die auch noch dazu, weil die dann ein bisschen mit auskocht. So, das bringe ich jetzt zum Kochen und mache parallel, fange ich schon mal an. Das Ganze wird eine Schoko-Vanille-Rumcreme. Hm. Das ist so ein Diät-Dessert. Ne? Also hier 4 Esslöffel von dem Puddingpulver. 3, 4. So. Und dazu die 4 Eidotter. Und da brauche ich jetzt noch mal 100 Milliliter Milch. So. Wo habe ich denn? Nee, ist das mit Milliliter? Ja. So. So. Also Sie mögen doch auch so ein schönes Dessert, ja, oder? Ganz bestimmt. Ich auch. Vor allen Dingen so ein Diät-Dessert. Ja, das ist so Vanille-Rumcreme mit Schoko. Genau. Ja, ich kann ja jetzt sagen, ich kann nichts dran ändern. Alfred hat sie gekocht. Ja. Und ich musste es aus Höflichkeit essen. Aus Höflichkeit musste ich das essen. Genau. Ich muss das mal ganz klein machen. Was kommt da noch rein? Eigelb, Zucker. Ah, 50 Gramm Zucker. So. So. Aber sie kommen nicht so viel zum Essen. Zum Essen schon, zum Kochen. Nee, ein bisschen weniger, aber ich mach's mal ganz gerne. Aber so im Urlaub oder im so? Im Urlaub mal. Ich war ja jetzt mit meiner jungen Frau in Urlaub und meine Hochzeitsreise nach Florida habe ich direkt mit meinen 5 Kindern bestritten. Ach, mit meinen 3 Enkelkindern, 2 Schwiegersöhne, ja, 3, 4 Bekannte. Waren wir mit 20 Mann schön im Haus. Und in Florida. Ich bin also auch Silvester nicht rausgegangen, sondern wir haben zu Hause gegrillt und gekocht. Schöne Gerichte in der Pfanne. Toll. Und das war fantastisch. Alle waren happy, die Kinder. Auch schon das ganze Einkaufen, so tagsüber frischen Fisch und Fleisch. Und, Das ist ja in Florida, der Fisch ist ganz toll. Fantastisch. Sie machen ja einen Fisch gleich. Ist das ein Rezept aus Florida? Das ist ein Rezept aus Florida. Schöner weißer Fisch, auch für die Kinder, nicht viel Gräten, der muss schmecken. Herrlich, ja. Fantastisch. Aber Sie haben jetzt hier eine Lot, ne? Ja. Die Sie machen. Aber was haben Sie denn in Florida? In Florida nehme ich immer Gruppe. Ich gehe dann zu Captain Kirk. Der kommt direkt frisch vom Meer. Das ist ja ein Fisch, ein Tiefseefisch, der fast ein paar hundert Yard runterliegt. Und da holt ihr den raus und der ist natürlich eigentlich weg von Schadstoffen. Ja. Aber den gibt es hier nicht bei uns. Den gibt es hier wenig. Essen die Amerikaner selber, genau wie die Stone Crabs als Vorspeise. Ja, 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 der ja. Trinkt die dicksten, schönsten Stone Crabs als Vorspeise. Es gibt in Miami Beach einen eigenen Laden, Joe's, wo man nur diese Stone Crabs sowohl essen kann, als auch mitnehmen nach Hause. Wir nehmen auch nur in den Monaten R. R, ja, ja, ja. Also das fängt an. So wie früher bei uns mit den Austern, die gab es ja auch nur in den Monaten mit R. Jetzt durch die Kühlung. Ja, das fängt im September an. Ja. Und hört dann im März auf. Das gilt. Also schon toll in Florida. Überhaupt Amerika. Sie fahren gerne nach Amerika. Ich fahre gerne dahin. Vor allen Dingen Weihnachten. Wir müssen ja vorstellen, im Fußball wirst du Ballaballapusse. Muss doch positiv bekloppt sein. Ja. Und dann Winterpause, da spielen wir nicht Fußball. Da fahre ich dahin, 6 Stunden Zeitverschiebung. Ja, und vor allem in Amerika ist Fußball kein Thema, oder? Ist kein Thema oder kein großes Thema. Die sind auch groß im Kommen. Aber für mich ist wichtig, keine Zeitung, kein Fernseher, höchstens mal CNN, ja. BBC, die Nachrichten. Und so schaltest du auch wunderbar ab von dem Job. Ja, toll. Das ist für mich und wenn wunderbar. Jemand anruft... Die Geschäftsstelle ist zu... Ja, und wenn jemand anruft, das ist sowieso mit der Zeitverschiebung... Wunderbar. In Kalifornien sind es 9 Stunden, in Florida 6. Ja. Da ist dann immer Feierabend, wenn perfekt die für den Urlaub. Jetzt nehme ich hier 5 Esslöffel ab. Machen Sie das für mich? Ja, 5 klar. Esslöffel. Dann mache ich nämlich schon mal... Nehme mal 6, ich könnte ja einen schon mal probieren. So, und da kommt jetzt von
Zartbitter, 70 Gramm Zartbitterschokolade rein. Die muss ich jetzt ein bisschen, die wird nämlich jetzt hier, wenn Sie das so ein bisschen rühren. Soll ich mal rühren? Ja, ja, die soll. Wunderbar, ah, so eine wunderbare Koproduktion, ja, hier, hör mal. So. Schon als kleines Kind war für mich Schokoladenpudding das Allergrößte. Ja. Ich hab's auch schon mal, wie man in Köln sagt, Kamelle oder Bonbon selber gemacht, mit selbst Butter, gemacht? Zucker, was? Bisschen Wildspitzen. Ja, da kamen meine Nachbarkinder vorbei, meine Freunde, Freundin, schon mit 6, 7 Jahren, da wurde groß verspeist. Aber meine Lieblingsspeise immer Schokoladenpudding. Heute toll, noch toll, selber toll kochen oder ja auch mal aus dem Regal, das spielt ja keine Rolle. So, jetzt kommt ein Esslöffel Cointreau. Kommt weiter rühren? Ja, ist aber schon kann ganz schön. Schaden, kann nicht schaden. Jetzt tue ich noch das nach dem Esslöffel Cointreau. So. Wunderbar. Und die restlichen. Und hier kommt 2 Esslöffel Rum rein. Das riecht doch schon toll, ne? Ja, ich mach mal ein bisschen Platz hier. So, 2 Esslöffel Rum. 1, 2. Und jetzt füllen wir das, stellen Sie das bitte. Irgendwo haben wir Eiskühlung. Aber ich weiß jetzt gar nicht, die hat die, ja doch, da. Einfach in diese Eis, damit das ein bisschen kühlt. Da kommt nämlich nachher noch die geschlagene Sahne rein. Ja, das ist fantastisch. Ne? Das tue ich jetzt hier rein. Soll ich die Flasche mal wegnehmen? Ja, und hier zumachen. Ich habe hier den. So. Das tue ich auch in die Kühlung. Dann haben wir nachher, warten wir jetzt ein bisschen. Und jetzt können Sie in der Zwischenzeit mit dem Fisch anfangen. Tue ich das ein bisschen weg hier. So. Also. Ja, das ist natürlich so, wenn man so unregelmäßiges Leben hat. Ich komme selten dazu, selber zu kochen. Aber ich bin dann völlig happy. So Silvester, nicht Gala, sondern entspannt. Ja, schön ja im Balkon, ja, draußen in ja Florida. Das Wetter ist schön. Ich habe mir selber mit den Kindern im Auto den Fisch geholt. Große Kühltonne. Und auch so gemacht, so wie so, wir es genau heute so gemacht. Genau so. Ist jetzt nur Seeteufel und ja, USA ist es schon mal Gruppe. Aber ich fange es mal ganz locker an. Ja, sehr schön. Pfeffer bei mir schwarz sieht doch besser aus. Ne? Ich auch, mag das auch immer lieber. Und noch nicht so wenig, bei mir gibt es ein bisschen Capito drauf. Und man muss die Pfeffermühle, oder ich stelle die so ein, dass sie grob ist. Ja, man muss erzählen, dass man und es riecht auch anders. Dass man doch schmeckt, nicht zu viel Salz, ein bisschen. So, ganz wenig, zack. So, dann fange ich das Ding mal an zu drehen. Wollen wir denn schon einen kleinen Küchenwein trinken? Den sollten wir jetzt mal trinken. Ja, und zwar, ich will aber erst noch mal die Rückseite, dass ja schön einzieht. Ja. Wunderbar. So, jetzt noch ein bisschen Salz, dann haben wir das hier schon mal gegessen. Salz, ein ja bisschen. Wunderbar. So. Schön. Perfekt. Ja. Ja, in den USA, ich bin ja USA-Freund und liebe auch USA-Weine. Normal zum Fisch gibt es Weißwein, aber ich trinke auch schon mal Rotwein, am liebsten von Napa Valley. Und für mich sind eigentlich Rotweine aus Kalifornien, die sind für mich unschlagbar. Ja. Naja, klassisch jeden Italiener, jeden Franzosen gegen aber Spanien. Aber ich meine, da muss man auch sagen, das ist aber auch das Feinste, was es gibt. Das ist das Feinste, das ist der Besitzer auch davon. Der Jack Wagner ist ja aus dem Elsass, also die Vorfahren sind aus dem Elsass. Man kennt ja auch Napa Valley, 30 also Meilen mal 30 Meilen. Das ist so, wenn man goldene Hochzeit hat. Oder? Habe ich auch zur Hochzeit getrunken. Ja. Wir haben darüber lachen. Nicht und war in Odenthal zur Post und habe gesagt, also ich nehme einen schönen Weißwein, der ist ja noch bezahlbar nach der Speisekarte, 30, 40 Euro. Ich bezahle auch das Essen, aber den bringe ich selber mit. Der ist schon teuer, wenn man ihn im Laden kauft. Da würde ich nur ein Korkgeld für zahlen. Da haben sie sich drauf eingelassen. Ja, so, dass man auch schön du schon sagst, zur Hochzeit habe ich jetzt zu meiner Hochzeit getrunken. Das ist ein wunderbares und das kriege ich jetzt? Das ist ein Präsent. Oh. Den lassen wir heute mal zu, den bringst du mit Ruhe aber zu Hause. Aber ich feiere so selten Hochzeit oder goldene Hochzeit oder silberne Hochzeit. Zum Geburtstag oder wenn, ja, zum runden Geburtstag. Oder wenn man mal Säuen hat, wenn man mal sich besonders freut. Und denk immer dran,
Warum ist der Wein gut? Nicht, weil die Trauben so richtig bearbeitet worden im Berg. Ich sehe immer, das ist immer so meine Hoffnung, 30 mal 30 mal Napa Valley. Aber wenn man den Nebel über San Francisco, tagsüber knallt dann richtig. Das ist also die optimale, kühl und so, das sorgt die Natur für die optimale. Toll, also Trauben. Da freue ich mich schon. Aber jetzt trinken wir erstmal einen schönen Weißburgunder vom Heger, ein lieber Freund von mir, der in Baden ganz tolle Weine macht. Also ich kenne ja... Ich bin kein guter Heger. Also wenn man nach Iringen kommt, vorne an steht ja ein Schild, der wärmste Ort Deutschlands. Das ist übrigens auch statistisch erwiesen. Das ist erwiesen, ist ja so ein bisschen in Anführungszeichen Mittelmeerklima, dieser Winkelberg, also das ist hervorragend. Und so, wie das Klima im Napa Valley so gut ist für den Roten, so ist der für den Weißen. Also ich liebe den als deutschen Wein, ich trinke den als Und der ist natürlich zu dem Fisch jetzt verköstlich, perfekt. Fantastisch. Der wird perfekt. Aber wir trinken schon einen Schluck, während der Fisch gemacht wird. Ja, das kann man schon mal so ein bisschen sich einstimmen. Küchenwein muss sein, sage ich immer. Ne? Nee, also ich trinke ihn sehr gerne, auch der Weißburgunder. Ich habe zumindest das Gefühl, dass er nicht so viel Säure hat. Und ich kann damit hat er, weniger mal, als Riesing. Sie sehen ja hier, ich esse nicht dann gut, ich trinke dann schön zu Hause, wenn das Ambiente, die Atmosphäre stimmt. Man hat die richtigen Gäste da, dann trinke ich auch mal eine Flasche mehr. Ein Genießer. Ne? Also ich weiß, wovon ich dick bin. Nicht, weil ich irgendeine Leiden habe oder weil ich mal irgendwas mit den Organen nicht stimmt. Bei mir geht es alles Genuss, durch den Magen. Über den Genuss. Ist der schön. Ich mache mal Ihre Pfanne heiß hier. Jawohl. Der ist aber wirklich toll. Ich bin ja der Meinung, dass diese Weiß- und vor allem auch Grauburgunder, Pinot Grigio ist ja Grauburgunder, ich finde aber die badischen besser als die italienischen. Ja. Also für mich gibt es da keinen Ersatz, ich trinke die lieber wie die Italiener, der badische und eben Weißburgunder, viele trinken noch gerne Riesling, ich trinke lieber, das ist die Geschmackssache. Also ich finde ja Riesling lieber aus Rheingau, Mosel, Pfalz. Und aus dem Baden lieber diese Weißburgunder, Grauburgunder, diese etwas kräftiger. Ganz leicht. Die haben auch so 12,5% Alkohol. Wunderschön. Aber wenn er schön kalt ist, man schmeckt es nicht, ist bekömmlich, dass es so viel Alkohol ist. Haben Sie schon mal für Ihre Frau gekocht? Ja, klar. Auch dieses Menü. Auch das? Mhm. Sehr gut. Also ich bin dann immer, wenn ich sage, Fisch muss nach Fisch schmecken, ganz simpel. Ja. Das ist meine oberste Philosophie. Finde ich sehr gut, dass Sie das nicht zudecken mit irgendwelchen Soßen. Ich will da nicht mit so Soße, was eben ist. Nee. Butter, da kann man auch drüber getrennte Meinung sehen. Aber die Butter ist ja ein Geschmacksträger. Ne, das ist okay. Aber transportiert auch Geschmack hervorragend. Ja, genau, aber ich finde so kräftige Soßen auf Fisch auch immer eigentlich schade für den Fisch. So, jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass der, weil es Butter ist, dass es nicht so braun wird. Ne? Ja, das muss also stimmen. Schön vorsichtig. Ja, schön vorsichtig. Lea Linster, kennen Sie Lea? Ja, Lea Linster, mit der war ich bei Böttinger, beim BDR. Ach. Und das ist ja eine sehr temperamentvolle Frau, herzlich zum Anfassen. Sterneköchin in Luxemburg. Sterneköchin, die eigentlich Autodidakt hat, das gar nicht gelernt, wollte ja Jura studieren, hat sich dann für was anderes entschieden und siehe da. Ja. Toll. Sie hat den großen Preis davon Bocuse gewonnen, das muss man alles so sehen. Sie war übrigens auch hier in Alfredissimo. Ja. Also wirklich fantastisch, auch ihre ganze Ausstrahlung. Fantastisch. Wirklich, so jetzt lege ich die erstmal schön rein. Und da ich ein kleiner Quatschkopf bin und noch zwischendurch Wein trinke, mache ich mal Folgendes. Ich stelle mal die Uhr hier auf 7 Minuten. Sicherheitshalber. Eigentlich 8. Ja, würde ausreichen. Man muss ein bisschen vorher aufdrehen, dass der. Und dann. So. 7 Minuten. So, stellen wir hier her, dann kann nichts passieren. Und das ist ja so mein Menü: leckerer Fisch. Ja. Natur. Sehr naturbelassen. Bisschen Zitrone. Ja. Nur Butter, Pfeffer. Ja. Ja. Salz, dann noch natürlich ein bisschen Zitrone drüber. Das ist eine Geschmacksfrage. Ich mache lieber ein bisschen mehr Zitrone. Naja, man sagt ja salzen, säubern, salzen, säuern beim Fisch. Ne? Ja, ja. Diese 3 S. Also Säure beim Fisch ist schon sehr wichtig. Ganz wichtig, ne? Toll. Ich muss Ihnen sagen, ich finde diese puristische Art, Fisch zu machen, perfekt. Das ist hervorragend. Ja. Kennen Sie eigentlich, Sie reisen sehr viel.
Ja. Also ich meine, jetzt sprechen wir mal nicht über den Urlaub in Amerika, ja, sondern die dienstliche Reise. Sie sind ja dort dauernd unterwegs. Immer unterwegs. Haben Sie dann Zeit, unterwegs in gute Lokale zu gehen oder nur McDonald's und Burger King? Ja, also dann ist für mich auch Geschäftsessen, die klappen am besten in gute Lokale. Wenn das, für mich ist ja auch Essen Kultur und das nehme ich mir raus. Wenn ich nach New York fliege, denke ich schon nicht nur, welche Musicals laufen hier, wo können Sie in deiner Freizeit noch mal kurz ins irgendwie ein Museum gehen, sondern für mich ist, ach, heute Abend gehe ich vielleicht ins Steakhouse, Smith & Wolonski, schöner Wein, diese Atmosphäre, also, diese Kellner, alles, was da drin ist. Und auch in Deutschland, wenn Sie mit Ihrer Mannschaft unterwegs sind. Ja, beim Fußball ist es natürlich schwierig. Da muss man natürlich sich auch der Mannschaft anpassen. Die müssen eine gewisse gesunde Ernährung haben. Das kann man auch alles schmackhaft machen. Aber gibt es einen eigenen Koch vom Verein? Nein, in der Regel nicht. Das wird besorgt. Wir kennen die Restaurants und das wird eigentlich weit vorgegeben. Aber Sie selbst, wenn Sie sonst reisen, das ist schon gute Restaurants? Gute, aber ich esse genauso gerne Bratkartoffeln mit Spiegeleier. Mit gute meinte ich jetzt nicht Gourmet und Sterne, sondern ich meinte gute, wo man gut isst. Das kann ganz einfach sein, aber Sie wissen, man kann einfach schlecht und einfach gut essen. Nee, aber für mich ist so eine Frage, wenn man hier in der Nähe ist, ja, Gourmet-Tempel Dieter Müller, ja, Schloss Leerbach. Ja, ja. Da gehe ich in der Regel höchstens mal mittags hin. Ja, das schmeckt mir am besten. Dieses Amish-Busch-Menüs. Alles nur Vorspeisen. Ja. Das ist so eine Art, wenn ich mit meiner Frau Bekannte esse, ganzer Tisch voll Vorspeisen. Da wird richtig reingehauen. Dabei ist nachher kein Platz mehr, selbst bei mir nicht mehr für das Hauptgericht. Aber da bei Dieter Müller unten am Fuße, da gibt es ein kleines Fachwerkhaus. Da kocht auch ein Autodidakt. Hervorragend. Toni Richardshasen. Und ich muss sagen, das ist wirklich fantastisch. Ich tue jetzt hier diese Kapern rein, das muss man auch sagen. Man muss mögen, ich esse es sehr gerne, weil er doch diesen jetzt säuerlichen, leckeren Geschmack ich mag's auch. So abrundet. Wer es nicht mag, würde ich jetzt hier mal sagen, da lässt er einfach weg. Selbst wenn Sie es so machen, kann man es ja beim Essen ein bisschen wegtun. Wollen Sie den mal umdrehen? Jetzt wird er langsam umgedreht. Mhm. Da hinten gibt es noch mehr. Ich hole nochmal so ein. Ja. Muss ja auch ein bisschen. Ja. Also Sie könnten ja eigentlich fast ein Restaurant Führer rausgeben. Ja, ich kann wirklich ein Restaurant. Überall, wo ich hinkomme, ob nach Südamerika oder irgendwo anders, ich kenne Restaurants. Da fällt mir, ich bin nur eben ein kleiner Genussmensch. Und Genussmensch. Ich denke direkt heute Abend da den Wein, da das darf Essen, da das Ambiente. Darf ich Sie korrigieren? Ein großer Genussmensch, kein kleiner. Das Gefühl hat man, ja. Schön, Lemon Pepper ist das, oder? Das ist Lemon Pepper. Zitronenpfeffer auf Deutsch. Zitronenpfeffer auf Deutsch. Steht sogar Zitronenpfeffer da. Aber das ist was Wunderbares. Also das ist eigentlich... Ich benutze das auch sehr gern. Eigentlich reicht es guter Fisch, Butter, Salz, Pfeffer und Lemon Pepper. Ich mache sowas mit den Hühnern, den Stubenküken. Ja, machen wir. Nur ganz einfach, so wie Butter und Lemon Pepper, bisschen Salz. Wunderbar. Na bitte, sieht doch schon toll aus. So, ich glaube, wir probieren noch mal unseren Mr. Heger hier. Oh. Unseren Weißburgunder. Unseren schönen Faustbaden. Herrlich. Der wird auch dazu natürlich perfekt sein. So, dann haben wir, eigentlich ist es das schon, oder? Ich werde jetzt mal noch mal drehen. Ja. Aber ich nehme an, also noch 2 Minuten. Ja, dann wäre ich den ersten mal locker anstellen, kommt noch was Lemon Pepper drauf. Ah ja, ist das nicht komisch, dass die meisten Leute denken, Fisch zu kochen ist so kompliziert. Dabei ist es viel einfacher als Fleisch. Viel einfacher. Guter Fisch, kannst du nichts kaputt machen. Und es geht so schnell. Butter rein, brauchst du nicht studiert zu haben. Also ich bin immer überrascht, wie viel Angst die Leute vom Fisch haben. Aber das ist aus alten Zeiten, glaube ich, noch. Ich weiß es nicht. Und heute kriegt man ja überall filetierten Fisch. Fisch, alles wunderbar. Ganz wunderbar. So, aber ich glaube, die Fußballer, da kochen nicht viele selbst. Ne? Nee, da werden die haben auch nicht viel Zeit dazu. Ja, also auch nicht so die Typen. Die Muße, nicht so die Typen. Aber ich habe so, muss das schon mal sagen, wir machen also schon mal mit dem einen oder anderen Spieler ein Essen. Und wir haben viel mehr Spaß daran, wenn du kochst, zu Hause schön Wein, ist ein ganz anderes Ambiente, man hat eine tolle Atmosphäre, man unterhält sich offen. Und unterwegs ist man ja immer in Restaurants, also muss man mal, ich mache das auch, dass ich Leute einlade, die freuen sich immer, wenn sie privat kochen. Ich kann mir vorstellen, wenn du immer unterwegs bist, wie schön das ist, zu Hause mal zu kochen. Und es geht nicht nur ums Kochen, es geht nicht nur ums Essen, es geht hier um dieses ganze Ambiente. Jetzt drücke ich schon mal so ein bisschen. Ja, und ich mache mal ein bisschen Baguette fertig. Ja.
Hol schon mal Teller. Ich räume schon mal zur Seite hier. So, in einer Minute klingelt's. Ja. So ab und zu ein Gourmet-Restaurant, das ist wunderbar. Ist natürlich was Tolles. Aber das ist nicht etwas, was man das immer muss man noch genießen. Dazwischen schöne Bistros, die ein einfaches, aber gutes, gehobenes. Das sieht doch jetzt ein bisschen weiß noch in der Pfanne aus, wenn er nachher auf den Teller kommt mit dem, mit der Soße hier, ja, mit dem Gab. Und dann hat er natürlich direkt auch ein anderes Bild. Ja. Wer möchte, kann noch ein bisschen, wie sagt man, ja, so ein bisschen Petersilien drüber machen, um es zu dekorieren. Ja. Ich mache es selber nicht. Braucht doch gar nicht. Das sieht doch so schön aus. Ich bleibe bei der Natur. Ja, das sieht doch so schön aus. Ne? So, ich glaube, das klingelt jetzt jeden Augenblick. Ja, da müsste jetzt auch okay sein. Wissen Sie, ich gebe Ihnen noch einen Löffel vielleicht für die Soße. So. So, ich mache jetzt erstmal aus. Ja. Und dann tun wir so ein bisschen. Schön über den Fisch. Jetzt sieht man, wie wunderbar das aussieht. Ne? Guck mal, da brauchst du auch keine Petersilie. Da brauchen wir keine Petersilie, man bleibt bei dem Geschmack. Es ist ein Gedicht. Toll. Sieht aus wie bei Dieter Müller. Auge isst ja auch mit, ne? Ja, das Auge ist mit. Und das, das nehmen Sie mal mit rüber hier. So, ich bring das mal so zu Fuß. Ne? Wunderbar. Wir haben sogar Fischmesser. Nobel geht die Welt zugrunde. So, dann werden wir es mal testen. Ne? Na, da bin ich aber gespannt jetzt. Tolle Konsistenz, perfekt. Na? Bisschen zitronisch, aber das ist mein Geschmack. Toll. Ein bisschen noch die Kapern, aber wie ich dir ja schon gesagt habe, wenn ich gerne Kapern mache oder weniger, lässt aber ich mache es gern. Genau so, auch in dieser Menge. Alles wirklich hervorragend. Und eben noch die Soße. Toll. Einfach Butter, Pfeffer, Salz, Lemon, super, bisschen Zitrone. Wirklich ein Gedicht. Einmalig. Richtig ein, ja, ein tolles. Nur schnell, bevor ich da weitermache. So, ich muss jetzt Sahne. Ein Viertel in die Vanille. Verrühren? Ja, bitte. Aber wie ist das schon hier mit Süßigkeiten? Kenne ich mich aus, ne? Ja. Nicht nur im Essen. Nee. So. Aber dieser Fisch, den habe ich, den Geschmack habe ich immer im Mund, das ist toll. So, jetzt nehme ich so Gläser und dann fülle ich unten so ein bisschen von dem Gelben. Und dann fülle ich ein bisschen von dem Dunklen. Ja, herrlich. Dann kann man noch mal ein bisschen Gelb oben drauf. So, da auch noch mal ein bisschen. Ah, sieht ja fantastisch aus. Ich habe aber jetzt natürlich welche im Kühlschrank, weil es richtig kalt natürlich noch besser schmeckt. So, hole ich die mal. Und ich habe noch dazu einen edel milden süßen Riesling. Ja. Ganz was Besonderes. Und zwar
aus Sachsen. Das ist im Kommen. Das Weingebiet Sachsen ist schwer im Kommen. Und da habe ich einen wunderbaren Hof Lößnitz, Riesling Spätlese, Radebeuler Goldener Wagen. Und nicht, also nicht ganz vergoren, gestoppt, sodass die Restsüße. Ne? So. Ja, dann fangen wir an. Das kann man jetzt mit Schokolade, wo habe ich die, noch so ein bisschen garnieren. Dekorieren und so. Und so. Aber jetzt sollen wir mal zupacken. Wir müssen, was heißt dekorieren, essen? Schön. Hervorragend. Auch ohne Dekoration. Ah. Ihr seht natürlich die Schokolade, wenn man diese richtig bittere Schokolade reinreibt. Und zart bitter. Ah, so zart bitter, ist fantastisch. Jetzt probier mal den dazu, den Radebeuler. Was Besonderes. Ich trinke ja sonst nur trockene Weine. Aber dazu so ein Dessert. Und dann ist der auch gar nicht mehr so süß mit dem Süß zusammen. Wenn du den allein trinkst, ist der natürlich schon viel süßer. Aber das ist doch toll dazu. Toll. Oder? Aber ich muss noch mal zuschlagen hier. Ne? Bitte, 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 Wahnsinn. Bitte. Also. Ich bin sowieso nicht so der große Dekorateur. Ich finde. Nee. Muss schmecken. Das Auge ist zwar mit, ich achte schon darauf, dass es gut aussieht, aber so keine, da sind noch so zwei so Schnittlauchröllchen drauf. Naja, und da muss so im Vergrößerungsglas gucken, wo es eigentlich ist. Nee, aber das sollen die Profis die machen in den Gourmet-Restaurants, da gehört das ja dazu. Schön. Wunderbar. Freue mich sehr, dass ich annähernd mit meinem Dessert an dieses hinreisende Fischrad. Das waren wir beides. Aber der Fisch war toll. Prost.